Ja, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin extra auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau, wo Sie Ihre Fragen an die Bundesbauministerin stellen können, an Clara Geiwitz. Schön, dass Sie da sind und sich auch noch den Fragen der User und Userinnen stellen. Es geht um mangelnden bezahlbaren Wohnraum. Es geht um die versprochenen 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Und es geht natürlich auch um all die Fragen, die sich darum jetzt drehen, ob vielleicht Mieterinnen und Mieter die Wohnung verlieren könnten, weil die Energiepreise durch die Decke gehen. Es gibt eine ganze Menge Fragen. Frau Geiwitz, fangen wir einfach an. Bei uns geht das immer querbeet und das, was eben gefragt wird. Und insofern fangen wir an. Und wir fangen an mit Gwen Ziel. Die fragt oder der fragt, was konkret haben Sie die letzten Monate eigentlich gemacht in Ihrem Ressort, Frau Geiwitz? Also es fing an mit dem ersten Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger, aber natürlich auch für Studierende und Auszubildende. Und natürlich haben wir das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum gegründet, wo wir mit den Ländern, aber auch Vertretern der Bauwirtschaft darüber gesprochen haben, wie genau wir es schaffen, auch wieder mehr preiswerten Wohnraum in Deutschland zu schaffen, aber insgesamt auch 400.000 Wohnungen bauen zu können. Und natürlich war letzte Woche gerade ein wichtiger Punkt das Treffen der G7. Das heißt, erstmalig gab es innerhalb der großen Industriestaaten auch eine Verständigung unter den Städtebauministern, weil wir haben natürlich auch die große Mega-Aufgabe, die Städte an den Klimawandel anzupassen. Da haben wir international verabredet, wie das besser geht. Und in diesem Sommer haben wir auch ein Programm aufgelegt zur energetischen Sanierung von Sportstätten, aber auch natürlich zur Anpassung von urbanen Räumen an den Klimawandel. Mehr Wasser in der Stadt, mehr Grün. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Weile weiter berichten. Da kommen wir bestimmt auch später nochmal drauf zurück, weil es gibt auch Fragen zum Klimawandel und wie man sich anpasst. Aber Lisi Stein fragt jetzt, was qualifiziert Sie genau für dieses Ministerium? Welche Erfahrungen haben Sie, die Sie mitbringen? Bevor ich Bauministerin war, war ich Rechnungsprüferin in der Bauabteilung des Landesrechnungshofes Brandenburg. Da habe ich mir das Ganze dann natürlich am Ende der Verwaltungskette die Verwendungsnachweise angeguckt. Aber was man wissen muss, ist, dass gerade die Stadtentwicklungspolitik ist eigentlich eine, wo der Bund ganz intensiv mit den Ländern und vor allen Dingen mit den Kommunen zusammenarbeitet. Ich war 15 Jahre Stadtverordnete, war auch 15 Jahre Landespolitikerin und kenne sozusagen diese Verflechtung, die gerade im Stadtbereich ganz intensiv ist, ganz intensiv. Und das hilft, ja? Auf jeden Fall. Gerhard E. fragt, wo werden denn die vielen Wohnungen gerade gebaut, die Sie fest zugesagt haben? Es waren 400.000 angekündigt. Wie viel sind denn jetzt schon gebaut? Wie viel stehen? Also wir haben in Deutschland momentan genehmigte Wohnungen, 847.000, das nennt man technisch Bauüberhang. Davon sind derzeit im Bau 500.000. Jetzt muss man natürlich sehen, wie viele von diesen 500.000 dieses Jahr fertig werden. Wir haben natürlich mit Corona immer noch Lieferketten-Schwierigkeiten, wir haben Fachkräftemangel. Und die genaue Statistik, wenn wir wissen, wie viel dieses Jahr fertig geworden sind, die bekommen wir immer erst im nächsten Jahr im Mai. Aber Sie können heute schon sagen, da hake ich jetzt nochmal nach, das wird für dieses Jahr doch überhaupt nicht zu halten sein. Wir haben September, also das Jahr ist fast rum, 400.000, also dieses Jahr können Sie es knicken, oder? Also wie gesagt, wir gehen davon aus, dass momentan 500.000 Wohnungen im Bau sind. Und wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie viele zu diesen 847.000 genehmigten Wohnungen jetzt dazugekommen sind. Wir haben jetzt die Zahlen für Juli gehabt. Das waren 221.000 Wohnungen, die neu beantragt wurden. Das ist leicht weniger als im letzten Jahr, 2% weniger. Aber auch hier sehen wir eine ganz unterschiedliche Entwicklung. Wir haben deutliche Zurückhaltung im Bereich von Einfamilienhäusern, weil private Bauherren natürlich viel, viel sensibler reagieren auf die ganzen Unsicherheiten, die wir momentan haben. Wir haben aber gleichzeitig auch ein Plus an Bauanträgen im Bereich des mehrgeschossigen Wohnungsbaus. Also insofern sind wir natürlich auch mit einer neuen staatlichen Förderung mehr Geld im sozialen Wohnungsbau, eine Rekordsumme, 14,5 Milliarden, dabei auch das Bauvolumen, die Kapazitäten auszuweiten. Benjamin Kilian fragt, hallo, wie wird die Förderung für ökologisches Bauen im nächsten Jahr aussehen?
Also die Unterstützung für die Neubauförderung ist gerade gewechselt vom Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ins Bauministerium. Wir konzipieren das jetzt neu Anfang nächsten Jahres und wir werden die Förderung an breiteren Kriterien ansetzen, als es bisher der Fall war. Um es mal zu erklären, wir haben momentan einen starken Fokus auf die Energieeffizienz. Also wie viel Wärme braucht man, wie viel Energie braucht man, um das Haus zu beheizen. Aber wir nehmen noch nicht in den Blick, wie viel CO2 braucht man eigentlich, um die Materialien herzustellen für dieses dann sehr effiziente Haus. Und wir glauben, dass wir beides in den Blick nehmen müssen, um zum Beispiel auch einen Anreiz zu setzen für Holzbau, was ja CO2 speichert, und haben ein Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen entwickelt. Und das werden wir zusammen mit dem Anspruch der Energieeffizienz EH40 als Grundlage nehmen für die Förderung, die es dann ab nächsten Jahr geben wird. Es ist ja so, korrigieren Sie mich, dass 40% des Ausstoßes CO2 geht durch die Baustellen und liegt am Bauen. Und da ist man bei den Materialien. Also da sagen Sie, gehen Sie ran, indem Sie Holz verbauen? Wo soll das herkommen? Also das eine ist die Frage, wie wir unsere Häuser herstellen. Da ist Holz ein ganz spannendes Material, weil es CO2 speichert. Und ich habe auch Professor Schellenhuber, einen ganz bekannten Klimaforscher, eingeladen in unserem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, weil er natürlich auch bei den großen Aufgaben uns beraten soll, wie wir es schaffen zu bauen, aber gleichzeitig Klima zu berücksichtigen. Und ich bin jetzt dabei, mit Cem Özdemir eine Holzbauinitiative auf den Weg zu bringen, gerade mit dem Forstminister. Und man muss ja wissen, der Nachhaltigkeitsbegriff, der kommt ja aus der Forst. Das heißt, wir müssen natürlich, um die CO2-Bilanz dann auch sinnvoll zu gestalten, mit regionalem Holz bauen und nicht mit weit exportierten. Und das schaffen wir auch. Die Waldfläche in Deutschland steigt. Und wir müssen natürlich auch einen Waldumbau machen. Das heißt, wir müssen aus diesen Monokulturen, aus den Kieferwäldern, müssen wir wirklich Mischwälder machen. Und das heißt, wir müssen auch erstmal ganz viel dann auch Kieferwald zum Beispiel rausnehmen. Ascho fragt, warum konnte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft bezahlbaren, später dann auch sozialen Wohnraum bauen und heute mit all unserer Wirtschaftskraft in den letzten Jahren soll das nicht möglich sein? Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten in Deutschland Jahrzehnte, wo zum Beispiel auch Jahre, wo 700.000 Wohnungen gebaut wurden. Und man muss natürlich sagen, auch unter anderen Bedingungen. Zum einen haben wir jetzt einen höheren Anspruch an die klimatische Qualität dessen, an die Energieeffizienz. Und natürlich sehen wir heute auch stärker als früher Flächenverbrauch als ein Punkt, den wir nicht mehr so machen können. Früher hat man halt diese Großwohnsiedlungen auf die Wiese gesetzt und das hat auch zu sehr problematischen Strukturen geführt. Und demzufolge gehen wir heute anders vor. Mehr Innenverdichtung in schon bestehenden Strukturen, mehr Flächenrecycling auch von ehemaligen Industrieflächen. Das geht dann vielleicht nicht so schnell. Auf der anderen Seite müssen wir auch deutlich produktiver werden. Das heißt, mehr Wohnungen pro Bauarbeiter. Und da ist die serielle Produktion, die modulare Produktion natürlich ein sinnvoller Ansatz. Maberman fragt, wann wird denn endlich mal ein Kahlschlag bei den extrem vielen Bauvorschriften durchgeführt, damit endlich neue Häuser in großer Zahl für alle Schichten gebaut werden können? Das ist doch Wahnsinn, was da im Moment bürokratisch vorherrscht. Also zum einen, die Regeln haben natürlich auch ihre Schutzfunktion, wenn wir zum Beispiel denken an den Lärmschutz, den wir ja alle nicht missen wollen, oder an den Brandschutz. Auf der anderen Seite sind wir gerade im Gespräch mit den Ländern, dass die über ihre 16 Bauordnungen auch stärker reden über eine Vereinheitlichung, dass sich zum Beispiel Baufirmen nicht in jedem Bundesland nochmal an neue Standards gewöhnen. Und wir wollen mit dem Deutschen Institut für Normung, was ja ganz, ganz viele Normen produziert, reden, dass die auch eine Kostenfolgeabschätzung machen, dass sie also nicht nur die Frage stellen, was ist die optimale Regelung, sondern auch schauen in diesem Prozess der Normerstellung, was kostet es dann eigentlich in der Umsetzung? Nikola Tesla fragt, wie wollen Sie ohne billige Energie und ohne billige Rohstoffe denn Sozialwohnungen bauen? Also ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass man das Ökologische und das Soziale nicht gegeneinander ausspielen darf. Also dass man nicht sagt, okay, also im sozialen Wohnungsbau, da machen wir weniger Dämmung oder da haben wir eine geringere Qualität. Weil wir müssen bis 2045 klimaneutral sein und diese Häuser, die wir jetzt bauen, die stehen da natürlich auch die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Das heißt zum einen mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, Rekordsumme 14,5 Milliarden und natürlich gleichzeitig auch investieren in neue Materialien, die nachhaltig sind, in andere Dämmstoffe, die nachhaltig sind. Und natürlich ist Holzbau da eine gute Möglichkeit, preiswert und schnell, aber auch ökologisch zu bauen. Kommen wir zu dem Thema Mieten und Mieterschutz. Da gibt es auch eine ganze Menge Fragen. Bettina Gunners fragt, warum gibt es immer noch keinen bundesweiten Mietendeckel?
Wir haben eine Verabredung zur Verlängerung der Mietpreisbremse. Das ist das, auf das die Koalition sich bei der Gründung der Regierung geeinigt hat. Und man muss natürlich auch sagen, ein Mietpreisdeckel ist, wenn man eine Wohnung hat, eine gute Sache. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Vermieter Gewinn machen können, um dann wieder zusätzliche Wohnungen zu bauen, auf die ja ganz, ganz viele auch warten. Insofern ist die Regelung, die diese Regierung hat, also die Verlängerung der Mietpreisbremse in angespannten Orten eine sinnvolle. Und ich erwarte natürlich auch, dass die anderen Regelungen, also zum Beispiel die Reduzierung der Kappungsgrenze, schnell umgesetzt werden. Bernd Liske fragt, wäre es mit Blick auf das, was uns im Winter bevorsteht, nicht wirklich sinnvoll, den Leerstand in Deutschland zu erfassen, ihn im Internet öffentlich zu machen und den Obdachlosen die Wohnungen zur Verfügung zu stellen? In der Regel ist es ja so, dass Leerstand in einigen Regionen Deutschlands da ist, der ist auch bekannt. Also es gibt auch ein Register durchaus. Aber die Wohnungen bleiben trotzdem leer. Genau, weil natürlich Obdachlosigkeit häufig auch ein Phänomen ist von großen Zentren. Wir hatten jetzt erst am Sonntag den Tag der Wohnungs- und Obdachlosen, wo wir auch mit dem Bundespräsidenten und vielen Vertretern von Obdachlosenverbänden, aber auch Betroffenen selber gesprochen haben, was wir machen können. Das sind ganz unterschiedliche Fragen. Zugang zu Krankenversicherung muss geklärt werden. Aber natürlich auch beim Mietrecht gibt es die eine oder andere Sache, die wir ändern müssen. Und natürlich brauchen Obdachlose vor allen Dingen erstmal Wohnungen, und zwar da, wo sie jetzt sind. Genau. Aber deshalb nochmal die Nachfrage. Wie würden Sie denn als Bundesbauministerin, das können Sie ja gar nicht, aber wie würden Sie es denn gegen den Leerstand vorgehen? Also in ganz großen Leerstandsbereichen muss man auch im Einzelbereich darüber nachdenken, diesen Leerstand zurückzubauen, wenn man nicht davon ausgeht, dass zum Beispiel genug Leute kommen und diese Häuser beziehen wollen. Wir haben ja Regionen in Deutschland, die haben 20-25% Einwohnerverlust, und da ist es dann notwendig, auch Bestände vom Markt zu nehmen, damit die anderen wieder ein funktioniertes Mieter-Vermieter-Modell haben. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch jetzt in Deutschland viel mehr Menschen da, als wir das zum Beispiel in den 90ern prognostiziert haben, die dann auch in diese Wohnung ziehen. Andreas Rieger sagt, wir haben aber doch eigentlich genug Wohnraum pro Einwohnerin, und das mit steigender Tendenz schon seit Jahrzehnten. Das eigentliche Thema ist doch die Verteilung, viel zu wenig Leute in großen Wohnungen. Stimmen Sie dem zu? Also zum einen hilft es ja jemanden in Frankfurt am Main irgendwie gar nicht, wenn die Wohnungsministerin darauf hinweist, dass in Frankfurt an der Oder aber gerade noch eine schöne Wohnung frei ist. Das andere ist das wirklich angesprochene Problem, nämlich des wachsenden Wohnflächenkonsums. Wir hatten nach dem Krieg 25 Quadratmeter pro Person, sind jetzt bei fast 50. Aus unterschiedlichen Gründen, und deswegen sage ich, müssen wir auch über diese Frage reden, wie man beim Bauen des Hauses schon Multifunktionalität mitdenkt. Ich gebe Ihnen zum Beispiel ein Beispiel: Wenn Sie jetzt als Familie mit drei Kindern sich ein Haus bauen, 150 Quadratmeter, ist alles super, wohnflächenmäßig gar kein Problem, aber wenn die drei Kinder ausziehen, was in 99% der Fälle passiert, sind dann zwei Personen auf 150 Quadratmeter, und dann haben wir genau wieder diesen schlechten Schnitt. Das hatten deswegen, Sie ja schon mal gemacht, und haben ziemlich einen Shitstorm geerntet. Ich weiß, kriege ich jedes Mal. Er kommt jetzt nochmal. Gabi Trump sagt, woher nehmen Sie die Frechheit, vorzuschlagen, dass wir in kleineren Wohnungen leben sollen? Ich schlage das gar nicht vor, aber zum Beispiel dieses Beispiel, was ich jetzt sage. Wenn Sie als junge Familie sich ein Haus bauen, dann denken Sie doch einfach dran, dass Sie zwei Eingänge machen, links ein, rechts ein, in der Mitte eine Trennwand einziehen können, wenn Sie zwei Bäder haben, weil dann kann genau dieses Paar dann an der einen Hälfte wohnen, die andere vermieten. Und das muss man natürlich auch bei anderen Sachen denken. Ich war jetzt in einer Kommune, die entwickelt ein großes neues Gebiet mit 40 Kitas. Und ganz klar ist, die 40 Kitas, die werden in 6 Jahren nicht mehr gebraucht. Dann müssen es Schulen sein. Okay. Und 15 Jahre später braucht man wieder. Sie sagen also nicht ausziehen, sondern Augen auf beim Bauen, damit sie dann sich kleiner setzen können von mir aus in ihrem Haus. Haben wir Sie richtig verstanden? Ja. Super. Dann sind wir jetzt bei Klimaschutz und Bauen. Da gibt es eine Menge Fragen, auch schon zu dem Thema, das Sie eben angesprochen hatten, nämlich wie sollen und müssen Städte reagieren auf die Klimakatastrophe und dass es immer wärmer wird und immer trockener? Also ein Megathema, und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das eine ist Regen, Starkregenereignisse, insbesondere im Bereich Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sagen unsere Prognosen, wird es die zunehmend kommen. Das heißt, wir müssen die Stadt so bauen, dass sie wie ein Schwamm funktioniert, dass sie ganz schnell ganz viel Wasser aufnehmen kann. Wie geht das? Also durch Vorhaltebecken, durch einfach
Überflutungsmöglichkeiten, indem man Bäche in den Städten wieder aus der Tunnellage rausholt, sie renaturiert, aber insgesamt auch mehr Wasser in der Stadt hat und natürlich durch eine Begrünung. Wenn Sie einfach durch eine Straße laufen mit Bäumen und durch eine Straße, die keine Bäume hat im Sommer, Sie merken den Unterschied. Und Hitze ist auch eine große Gefahr natürlich für ältere Menschen oder für vorerkrankte Menschen. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir da stärker gegen auch von der Stadtentwicklung anarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir neue Wohngebiete ausweisen, schon eine Modellierung machen. Wo kommt die Frischluft her? Wo sind Hitzeinseln? Was kann man dagegen machen? Also versprechen Sie nicht nur viele Wohnungen, sondern auch viele Bäume in der Stadt. Also wir haben jetzt aktuell noch ein Programm, wo Kommunen bei uns Unterstützung beantragen können. Zum einen gerade für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Mehr Wasser, mehr Grün in der Stadt. Das geht noch bis Ende des Septembers. Und auch für die energetische Sanierung von kommunalen Einrichtungen. Spannend. Markus Fuhrmann sagt, wann werden unsere Dächer endlich mit Solaranlagen bestückt? Am besten gefertigt in der EU. Also das bereitet gerade das Wirtschafts- und Klimaministerium mit unserem Haus auch vor. Das ist eine Verabredung auch im Koalitionsvertrag im Neubaubereich dann auch das Solardach als Standard. Ich weiß auch, dass viele Bestandsgebäude sehr gut geeignet werden und da sind unsere Bedingungen für Mieterstrom in Deutschland noch sehr, sehr bürokratisch. Also wenn die großen Genossenschaften zum Beispiel einfach oben auf ihre Dächer Solarpaneele setzen wollen und an die Vermieter abgeben wollen, preiswert, ist das noch sehr unpraktisch organisiert und da sind wir auch mit dem Wirtschaftsministerium im Austausch, weil das ist ein Riesenpotenzial und ich werbe auch immer, dass man nicht nur ein Solardach macht, sondern auch ein Gründach, das kann man auch kombinieren, weil das natürlich auch nochmal Wasser speichert und temperaturdämpfend ist. Wir kommen schon langsam zum Schluss, in die Schlussgerade. Der Bereich Verkehr, aber eben auch Bau, für den Sie da sind, haben die selbstgesetzten Klimaziele gerissen. Sie hatten etwas vorgestellt vor den Sommerferien, wie Sie nachbessern wollten. Und da hat der Expertenrat gesagt, das reicht nicht. Sie haben also sozusagen nacharbeiten, nachsitzen müssen über den Sommer. Wo wollen Sie jetzt nachschärfen? Ja, wir haben, sagen wir mal, alle freundliche 3- bekommen oder 3+, je nachdem, wie man sieht. Wir haben ein sehr ambitioniertes Programm vorgelegt mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir wollen die Bauforschung stärken. Wir haben die Neubauförderung komplett umgestellt auf das, was ich vorhin beschrieben habe. Also einen viel breiteren Ansatz, was auch die CO2-Materialien anbelangt. Wir machen eine Holzbauoffensive. Wir haben einen großen Wärmepumpengipfel, weil wir müssen 2 große Transformationsprozesse hinkriegen. Die eine Frage ist, welches Material verbauen wir in Deutschland? Und die zweite Frage ist, wie beheizen wir unsere Gebäude? Und da müssen wir natürlich auch die Wärmewende im Gebäude, aber auch im Quartier in den Städten organisieren. Das ist mindestens so ein großer Transformationsprozess wie in der Chemie, in der Stahl- oder in der Autoindustrie. Heizen ist ein gutes Wort, weil die Geschäftsführerin der Umwelthilfe, Barbara Metz, wirft der Regierung und damit ja auch Ihnen vor, die notwendigen Schritte wie die Umstellung auf klimafreundliches Heizen zu verschleppen. Also wir hatten einen großen Wärmepumpengipfel auch zusammen mit dem Klimaministerium. Und dann hieß es hinterher, die Ziele, die sind ja so groß, was die an Wärmepumpen verbauen wollen, das ist ja gar nicht realistisch. Also insofern ist man in der Politik immer in so einer Sandwich-Position. Die einen sagen, es ist viel zu wenig, die anderen sagen, es ist viel zu viel. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir in dem Bereich ganz intensiv arbeiten werden. Und wenn Sie sich die neuen Zahlen angucken, gerade im Bereich des Neubaus, ist die Wärmepumpe wirklich stark auf dem Vormarsch. Gut, zu wenig. Sie haben eben gesagt 3-. Das wird wahrscheinlich einer ambitionierten Ministerin eher zu wenig sein. Wir werden also weiter gucken, was Sie machen. Die Schlussfrage, es sind nämlich nur noch 2. Auf wie viel Quadratmetern wohnen Sie denn eigentlich? Oh, ich habe es nicht ausgerechnet, aber da ich mit meinen 3 Kindern und meinem Mann die Wohnung teile, dürfte das ganz okay und auf jeden Fall unter dem Durchschnitt von 50 Quadratmetern pro Person sein. Und Uwe Reichert fragt, man hört wenig von Ihnen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, ist ein bisschen putzig, wenn man gerade einen Bericht aus Berlin ist. Ich hatte heute auch ein großes Interview in der BAMS und die Woche einen G7-Gipfel. Also wir schlagen schon ordentlich die Trommel. Aber klar ist natürlich auch angesichts der internationalen Konflikte, leider ist die Aufmerksamkeit natürlich eher auf einem anderen Bereich.
Das war's schon. In der Tat, schön, dass Sie heute da waren. Gerne. Im Bericht aus Berlin und im Bericht aus Berlin extra jetzt hier. Danke fürs Beantworten der Fragen. Wir werden all diese großen Themen, denn die betreffen wirklich sowohl das Klima als auch das Leben der Menschen und den sozialen Sprengstoff. Da werden wir ja auch noch mal drüber sprechen, ganz maßgeblich. Danke. Sehr gerne. Und danke auch fürs Interesse und für die Fragen. Das war unser Bericht aus Berlin extra mit Ihren Fragen. Danke und schönen Abend noch.